Liebe Parteifreunde, mein Name ist Martin Louis Schmidt, ich bin 54 Jahre alt, glücklich verheiratet und Vater zweier Kinder. Meine Familie wohnt im ebenso schönen wie geschichtsträchtigen Annweiler am Trifels in der Südpfalz. Mein Heimatkreisverband der AfD, SÖW, Südlich-Weinstraße Landau, hat mich zum Direktkandidaten für den Wahlkreis 49 gewählt. Seit ich der AfD im Frühjahr 2013 beigetreten bin, habe ich mich von Anfang an auf den verschiedensten Ebenen für die Ziele unserer Partei mit ganzer Kraft eingesetzt. Angefangen beim Infostand vor Ort und dem Flyerverteilen bis hin zur programmatischen und medialen Arbeit auf Landes- bis hin zur Bundesebene. Nicht zuletzt aber gehöre ich unserer aktuellen sehr erfolgreichen AfD-Landtagsfraktion in Rheinland-Pfalz an, bin deren fachpolitischer Sprecher für die Themenfelder Kultur, Tourismus und Gastronomie, Geschichte, europäische Regionalpartnerschaften und Aussiedler- und Heimatvertriebene. Auch den Fragen der Bildungspolitik sowie der Stärkung unserer ländlichen Räume und der Zukunftssicherung des ehrenamtlichen Vereinswesens gehört meine besondere Aufmerksamkeit. Des Weiteren ist es mir ein Anliegen, die Verschandelung unserer Kulturlandschaft durch zahllose Windräder zu kritisieren. Und ich kann die unter anderem als stellvertretender Chefredakteur der Jungen Freiheit erworbenen journalistischen Qualifikationen als Schriftleiter unserer Fraktionszeitung Blauer Max einbringen. Liebe Parteifreunde, als wir im Frühjahr 2016 in den Landtag eingezogen sind, da bekamen wir vielfach die Polemik zu hören, die AfD und Kultur, das passt doch nicht zusammen. Die haben doch mit Kultur nichts zu tun, die wollen da lediglich alles beseitigen, abschaffen. Ich möchte den heutigen Tag dazu nutzen, diesen Spieß einmal umzudrehen und das aus, wie ich finde, sehr guten Gründen. Denn so frage ich Sie, frage ich euch, was haben unsere politischen Widersacher von ganz links außen bis Mitte links mit unserer Kultur im Sinn? Wissen Sie diese Kultur wirklich zu schätzen? Nein, wohl eher nicht. Denn faktisch lösen sie die über viele Jahrhunderte in Mitteleuropa gewachsene Tradition und unsere nationale Identität auf und betreiben diese kulturelle Selbstabschaffung sogar aus tiefster Überzeugung. Deshalb habe ich in den letzten 4,5 Jahren auch persönlich alles mir Mögliche getan, um eines ganz klar zu machen. Die Alternative für Deutschland unter den Parteien dieses Landes, die vorhanden sind, die einzige wirkliche Fürsprecherin unserer Heimat und unserer nationalen Interessen, unseres Staatswesens. Wir als AfD stehen für Geschichtsbewusstsein, für die Pflege regionaler Besonderheiten und wir sind die legitimen Wahrer der nationalfreiheitlichen Ideen von Hambach 1832, der Revolution von 1848 und der Reichseinigung von 1871. Und nicht zuletzt sind wir die Erben des großartigen Aufbruchs unserer Landsleute im Osten im Herbst 1989. Auch heute noch gibt es, wie in unseligen DDR-Zeiten, manche Mauern, die uns als Opposition aufhalten sollen. Ja, es kommen immer wieder massive Denkbarrieren hinzu, errichtet vom politischen Establishment und den tonangebenden Massenmedien. Und noch schlimmer, dort agieren nicht wenige, die nicht nur die AfD unter Einsatz mehr als fragwürdiger Methoden von der politischen Bildfläche beseitigen wollen. Nein, diese Kreise sind voll dabei, unsere Zukunft als souveränes Volk und kulturell über Jahrhunderte hinweg gewachsene Gemeinschaft aufs Spiel zu setzen. Sei es in einer zentralistischen Europäischen Union, in einer gleichmacherischen Multikulti-Welt oder im Zuge eigentlich unübersehbarer Islamisierungstendenzen. Damit das nicht gelingt, dafür engagieren wir alle uns in der AfD. Ja, liebe Mitstreiter, wir als AfD stehen für echte und umfassende Vielfalt jenseits von Regenbogenfahnen und hochideologischen Black Lives Matter-Parolen.
Wir stehen für eine Solidargemeinschaft zwischen den Menschen, wirklich tragende Identität, die weit tiefer geht als der von links-grünen Kräften medial lautstark beschworene Zusammenhalt unter den Vorzeichen von Fridays for Future, dem verheerenden Merkelschen Wir schaffen das Credo oder neuerdings dem Kampf gegen Corona. Apropos Corona, hier habe ich als Kultur- und Tourismuspolitiker unter anderem gefordert, für diesen Spätsommer und Herbst wenigstens einen Teil unserer Volks- und Weinfeste mittels zu lockernder Hygienekonzepte zu ermöglichen. In der Gastronomie droht eine gewaltige Pleitewelle. Aus berufenem Munde wird vorhergesagt, dass ein Drittel unserer Restaurants, Cafés und Kneipen nun kurzfristig Insolvenz anmelden muss und ein weiteres Drittel auf mittlere Sicht. Angesichts derartig bedrohlicher Entwicklung setzen wir uns als AfD-Fraktion zum Beispiel für die unbefristete Senkung der Mehrwertsteuer auf 7% ein und ich habe mich für die vollständige Abschaffung der Maskenpflichten in der Gastronomie stark gemacht. Natürlich sind mir auch andere Themengebiete außer Corona und dessen Folgen aktuell weiterhin sehr wichtig. Allen voran die Sorge um unsere deutsche Muttersprache in Zeiten immer weiter um sich greifender Rechtschreibprobleme, nicht nur von Schülern, einer haarsträubenden Genderpolitik, aber auch einer stetigen Zurückdrängung des Deutschen als Lehrsprache an den Hochschulen. Überdies die Wertschätzung unserer Bibliotheken und Büchereien, der Museen und Archive sowie des Denkmalschutzes müssen hier genannt werden. Ebenso die Unterstützung der Musikkultur, also von Chören und Orchestern. Und das Leid unserer eigenen Heimatvertriebenen aus dem Osten, sowie natürlich auch die Solidarität mit den Millionen Aussiedlern in unserem Land, unseren Landsleuten. Nicht zuletzt aber ist mir die Vergegenwärtigung der glücklichen Tage, Wochen und Monate auf dem Weg zur deutschen Wiedervereinigung ein Herzensanliegen. Hierzu habe ich schon das ganze vergangene Jahr hindurch die Altparteien in Mainz parlamentarisch genervt, die sehr wenig Interesse zeigten, an dem 30. Jahrestag des bahnbrechenden 9. November 1989 überhaupt zu erinnern. Aber auch für die Bewusstmachung des bevorstehenden offiziellen Wiedervereinigungsjahrestags am 3. Oktober setzen wir uns ein. Ich werde dort im nächsten Plenum einen entsprechenden Antrag vorbringen. Dort werde ich etwa das sagen, was ich euch jetzt am Ende meiner Rede sage. Wir lieben unser Land. Die AfD, die Alternative für Deutschland, tritt als umfassende programmatische Alternative nicht nur unter der Hoffnung, bitte kommen Sie zum Schluss. Unter der Hoffnung und Zukunft weißen Farbe blau an. Nein, wir treten an unter Schwarz, Rot und Gold. Für Einigkeit und Recht und Freiheit. Danke. Vielen Dank.